Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise Japanische Edition. Ich habe ein paar News, und zwar heute ist das Sugo Fest für Dex, also mit Dex Charaktere ab und wie gesagt auch ein paar Leute starten mit 50, ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, ich habe da auch kein Sugo-Fest-Alarm zugemacht. Ich werde einfach jetzt hier selber im Video ein paar Sugo-Fest-Pulls, ein Sugo-Fest-Pull machen. Den Rest der Gems will ich mir wirklich sparen und das dann beim nächsten Sugo-Fest ein bisschen krachen lassen, ja. Weil beide Legendären, die hier eine geboostete Chance haben, habe ich schon. Und deshalb, lasse ich das jetzt erstmal mit dem Großen ziehen. Aber auf jeden Fall haben wir ein paar Updates schon mal in der Box. Und zwar habe ich gestern Heraklesen gemacht und ihn dann auch bekommen. Also auf 30 Stamina habe ich den gemacht, habe ihn dann endlich gedroppt. Ich habe ihn davor schon mal auf 50, schon mal auf 30 Stamina geschafft, ihn dann aber auch wieder nicht bekommen. Jetzt habe ich ihn nochmal gemacht, jetzt habe ich ihn, also auch ein sehr, sehr guter Shooter. Und wieder noch ein neues Ziel zum Entwickeln. Wie gesagt, meine Box wird immer voller mit Zielen zum Entwickeln. Und ja, also es ist wirklich, wirklich verrückt, was hier alles los ist. Wie gesagt, Doflamingo letztens erst geholt, dann wie gesagt Heraklesen jetzt. Aber wenn die halt wiederkommen, dann ja, wird das alles ein bisschen easier. So, oder ein bisschen leichter. Enel ist ja entwickelt und damit werde ich dann am Montag Blackbeard machen. Also da werde ich mir dann mal ein paar mehr Kopien von Blackbeard zusammensammeln. Und auf jeden Fall ihm, um auf jeden Fall ihn zu entwickeln. Naja, also das wird auf jeden Fall das Ziel sein, oder ihn auf Max-Level zu bringen und ihn dann zu entwickeln. Also mit Enel sollte das Ganze relativ gut gehen. Und ja, mal gucken. Also da habe ich ein gutes Gefühl bei, ja. Und ich denke, wir werden jetzt erstmal, wie gesagt, den Sugo-Pull setze ich mal ganz ans Ende des Videos. Wir gucken jetzt mal eben auf der Extra-Insel und machen die Jinbei und Mr. 1-Insel oder einfach die, wie gesagt, die Kimono-Insel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie nennen soll. Wie gesagt, Oras ist hier. Den habe ich geklärt, da brauchte ich aber einen Gem für, als ich die geklärt habe. Und das war eigentlich nur, wie gesagt, wert, weil ich den Gem wiederbekommen habe. Aber da ist er nicht gedroppt für mich, sondern nur ein Skillbook. Also von daher brauchen wir das gar nicht erst wieder anfangen. Wir machen erstmal eine Runde wieder die, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, die... Keine Ahnung, wir gucken einfach. Ich habe noch keinen Namen. Wie gesagt, einer hat mir erzählt, dass das hier auch eine Kimono-Insel ist. Wie gesagt, das kann sein, weil, wie gesagt, alle haben da irgendwie ein Kimono an oder sowas ähnliches, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das da einschätzen soll. So, ich nehme mal, warte, das ist ein lila-gelbes. So, Jinbei ist, glaube ich, gelb, also da wäre lila gar nicht schlecht. Ja, komm, wir nehmen das einfach mal. Das ist ja allgemein kein speziellen Typ und es sind nur die 15 Stamina-Versionen. Das sollte relativ gut laufen, ne? Im Endeffekt. So, also ich bin gespannt, wie gesagt, das Sugo-Fest, ich mal gucken, ob wir da was Gutes ziehen, aber wie gesagt, ich bin total zufrieden mit meinem japanischen Account, ich kann hier wirklich nicht meckern und wir kriegen ja auch immer neue Leute schon dazu, indem wir einfach unseren, okay, warte, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ist hier irgendwer drin, der ist, hat nicht Toll Nami viel über 20? Krieg ich die nicht gar keinen Boost? Ja, okay, warum auch immer die da drin ist, die kriege ich nämlich gar nicht den Boost davon. Random, aber okay, sollten wir trotzdem schaffen. Hä, jetzt, ich weiß nicht, warum da jetzt Kimono Nami drin ist. Habe ich bestimmt irgendwas Schlaues ausgedacht, wie, ja, logisch. Und dann, dann übersehen, dass die Kind nicht unter 20 Stamina hat. Unter 20 Stamina, unter 20 Kosten hat, ja. Also, das ist wirklich ganz komisch. Ja, und ich habe mir so gedacht, einen Pull können wir ja beim Sugo-Fest machen. Ne, also da wollte ich jetzt nicht extra ein Video oder so sogar einen Livestream machen. Denn ich war ja sowieso mit dem Doflamingo-Livestream beschäftigt und ja, das ging einigermaßen, ne? Und dann, wie gesagt, brauchte ich, oder ja, gut, das wäre denn ja heute gewesen, also heute ist es ja angefangen, aber ja, sehe ich einfach nicht ein. Wie gesagt, ich will sowieso nicht so viele Pulls machen. Und einer reicht dann da auch wirklich.
alle Male. Und wieder, ich spare halt fürs nächste Sugofest zusammen, ne? Dass ich dann beim nächsten Sugofest, was mich interessiert, dann richtig auf die Kacke hauen kann und dann ein größeres raushauen kann. So, einmal hier wieder Mr. 1, den haben wir schon. Uns fehlt noch der richtige Boss, nämlich Jimbe. Der fehlt uns noch, um da richtig die Insel abschließen zu können. Und dann natürlich noch der Secret Boss, Buggy. Der fehlt uns auch noch. Den haben wir noch nicht hier getroffen. Aber das kommt hoffentlich erst mit seiner Zeit. Hier gibt es natürlich ein paar nice Bücher. Es gibt Boa Sechsner Bücher hier. Es gibt, was waren denn noch ein paar nice Bücher? Ich hatte die alle drauf. Also ich wusste alle, aber, ne, so wie es ist, die vergisst man ja relativ schnell. Na gut, die vergisst man nicht relativ schnell, aber die habe ich einfach wieder schon wieder aus dem Kopf bekommen, weil ich in der Zeit wieder 5000 andere Bilder gesehen habe. Und mal gucken, wie viel Damage das jetzt raushaut, ja. Zack, ach, 5000, ja, das geht ja alles. Und genau, ach ja, stimmt, das remove den links unteren. Wie gesagt, haben wir ja schon alles einmal gemacht, aber es ist alles schon eine Weile her. So, zack, komm bitte. Ah, verdammt. Okay, dieses Mal war es nichts, aber hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, in global werde ich jetzt, oder jetzt, ich weiß nicht, ob ich es heute mache oder einfach wieder bis Dienstag warte, wie gesagt, Doublefinger zu farmen. Einfach, ich will sie jetzt einmal das nächste Mal haben. Wie gesagt, das ist die, ja, okay, gib mir einfach ein 6. Boa-Buch, warum nicht, ne? Okay, warum nicht, ne? Da kommt das Luck wieder, also es gibt Buggy hier, was ich sehe, dann gibt es den für den, für den Henker aus der, ja, ich weiß nicht, aus welcher Stage das ist. Auf jeden Fall dafür gibt es auch die Bücher, die mit der hier Henkersrobe auf dem Kopf, mit dem Ding. Also ich, ja, ich weiß nicht. So, ich werde das Team aber nochmal eben ein bisschen bearbeiten. Und zwar kommt da nochmal jemand Blaues mit einem, da packen wir nämlich Luki rein. An der, oder wir tauschen das aus. Obwohl, da passiert das ja noch nicht mit dem Wegpacken. Und da packen wir dann auch nochmal jemandes Blaues rein. Mit relativ, oder mit, ja, keine Ahnung. Mit relativ guten Stats, aber auch unter 20 Kost. Also 13. Das sieht, ja, der ist nice. Okay, 519 ATK, das ist nice. Den können wir da lassen. Oh, jetzt muss ich aber nochmal, ja, er hat auf jeden Fall unter 20 Stamina, richtig. Naja, nur nochmal sicher gehen, damit wir jetzt nicht wieder mit einem Fail reinschatten. Nee, er hat 9, okay. Und wir haben einen Chopper im Team. So muss das sein. So muss das sein. So, und jetzt mal ein Jimbe, wie gesagt. Das ist mir eigentlich mega schnuppe. Das mache ich in dem Sinne eigentlich nur fürs Video. Damit wir da, oder damit ich wenigstens noch einen Sugopull mache, ne. Ist ja immer sonst so verschwendet, wenn man gar keinen Sugopull macht, ne. Kann ja alles kommen. Und dann kann man wenigstens einen da machen. Und kann man immer noch sagen, ich habe bei jedem Sugo gepult. Obwohl man bei manchen zum Beispiel nur einen gepult hat oder so. Und wie gesagt, es kann einer sein und da kann man dann ein rotes Poster bekommen. Es kann aber auch sein, dass man dann, wie gesagt, Tausende macht und trotzdem kommt kein rotes Poster. Also das ist alles total random. Ne? Alles total random generiert. Da kann man nicht wirklich was dran machen. So. Das Ganze sollte jetzt ein bisschen schneller gehen, da wir auch noch die blaue Unterstützung in den unteren Reihen haben. Vor allem die Mr. 1 Stage sollte damit ein bisschen schneller gehen. Jimbe weiß ich gar nicht, ob das so viel schneller geht. Aber das haben wir auch relativ gut geschafft oder gemeistert. Wir müssen halt gucken, dass wir diesen, dass wir noch 5000 Damage haben da, wenn wir da ankommen. 5000 Leben meine ich, damit wir den 5000 Damage von Jimbe da überleben können, ne? Zack, dann droppt auf jeden Fall die Turtle, das ist immer gut. Wie gesagt, wir haben viele Leute, die wir noch entwickeln müssen. Das freut mich auf jeden Fall. So. Das hier, also die Orbs sind Lao G-Orbs. Oder Lao G, wie auch immer ihr aussprechen wollt. Und deshalb ist auch das G drauf. Also solltet die meisten Leute kennen. Vor allem die Handgeste dazu, ne? So. Zack. Und zack. Und die Turtles sagen auch Bye-Bye und dann sind wir schon bei Mr. 1. Cool, wir haben sogar einen Recovery Orb. Das heißt, den werde ich auch mal eben einsetzen, damit wir gut... Okay, das reicht sowieso. Okay, das ging schnell. Hier auch keinen Drop bekommen.
Aber das muss ja nicht heißen, dass wir nicht Jim May bekommen. Denn der fehlt uns ja immer noch. Deshalb läuft es hoffentlich hier bei Jim May auf der letzten Stage. Und wir haben da mehr Glück als eben bei Mr. 1. So. Da wird der, ja, jetzt der rechtsuntere entfernt. Aber auch das kratzt uns jetzt nicht wirklich viel. Wie gesagt, die oberen waren hier im Endeffekt sowieso der Damage-Dealer. Yes! Nice! Jetzt haben wir wieder alle, oder jetzt haben wir alle Hauptcharaktere. Und jetzt fehlt mir nur noch Buggy, aber den sollte ich auch noch, hinbekommen. Sollte ich auch noch bekommen. Nice, okay. Jetzt kann ich auch froh in den YOLO-Pool reingehen. Wir haben was in der Folge geschafft. Sehr nice. So, zack. Da ist er, der gute Jim Bay, ne? Der gute mit seinem Pferd. Und er hängt ja ab, ja, kann man das Kimono nennen? Ich weiß nicht. Puh. Ich habe aber auch noch keinen anderen Namen irgendwie für die Fortnite gefunden. Da müsste ich mir jetzt irgendeinen ausdenken. Also, ja, relativ komisch, ne? Aber, ja, wie sieht es denn von der Zeit aus? Von der Zeit sieht es auch gut aus. Ups, jetzt nochmal eben die Box ein bisschen verkaufen und dann gucken wir, oder machen wir auf jeden Fall ja noch den Sugo-Pull, da brauchen wir sowieso ein bisschen Platz in der Box. So, verkaufen, ja. Die drei reichen ja schon, einfach damit wir einen Platz frei haben gleich für den Sugo-Pull. So. Einmal noch hier den Jimbei favorisieren, dann sollten wir alles haben. Ja, okay, ich mache mal den Sugo-Pull, wie gesagt, danach können wir ja noch die beiden roten, die beiden roten Turtles verpacken. Also die beiden roten Töne noch irgendwo einfusen. Aber kann ja auch sein, dass wir hier zum Beispiel eine rote Unit von bekommen. Wie gesagt, ich erwarte gar nichts. Das ist nur ein Pull, den wir jetzt random machen. Deshalb mal gucken, ne, wie das denn am Ende aussieht. Ja, machen wir mal. Ne? Und wie gesagt, ich werde auch jetzt gleich mal eben meinen Box-Space erweitern. Das geht ja so echt nicht. Ne? So, komm. Hau raus. Gib mir, was du willst. Was Silbernes ist nicht schlimm, wie gesagt, habe ich ehrlich gesagt schon gerechnet. Mr. 5, habe ich den schon? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier habe. Das ist jetzt echt mal so eine Frage. Habe ich den hier schon? Oder noch nicht? Doch, habe ich schon. Okay. Na gut, es ist immerhin ein Sockel. Ne, das ist ja das Gute an der japanischen Version. Ist ja immerhin ein Sockel. Und den werden wir da gleich mal eben reinfusen. Da gibt es nämlich den kostenlosen Sockel noch oben drauf. Selbst wenn das dann im Endeffekt ein doppelter Pull ist, hast du halt immer den Vorteil, ne, läuft, kriegst du immer noch den Sockel dafür. Und Sockel sind halt immer nützlich. Ne, vor allem, wenn ich jetzt ein Teamaufbau habe, weil ich ja noch nicht so viel Kosten haben kann, da ist dann Mr. 5 da schon relativ gut bedient. So, ein Sockel habe ich da schon drauf. Jetzt haben wir den zweiten da drinne. Ja gut, den zweiten 1,5 Sockel, ne, also nicht wirklich viel. So, jetzt haben wir noch zwei Turtles, die packen wir auch nochmal eben irgendwo rein. Jemand Rotes am besten. So, wer hat das denn gerade am meisten nötig? Ja, packen wir jetzt mal einen Blackbeard. Wie gesagt, den farme ich ja sowieso noch in der nächsten Zeit, aber wie gesagt, für die Entwicklung oder bis zur Entwicklung braucht der sowieso noch ein bisschen, ne? Also, bei den Turtles bringen wir auf Level 53, also ich glaube im Endeffekt 2 Level ab oder so. Also war jetzt nicht wirklich viel. Okay, also, der Sugo-Pull war jetzt nicht so geil, aber wie gesagt, gibt Schlimmeres, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Noch einen schönen Tag. Wie gesagt, nicht vergessen, den Daumen hoch zu geben, falls es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr auf Mobile seid, seht ihr so eine kleine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und wenn ihr am PC seid, findet ihr das wie immer in eurer Abo-Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und ciao.